So, herzlich willkommen bei einem neuen Vlog von Autosiastic. Ich fahre jetzt mit Phil einmal in die neue Halle. Da ist ja super viel immer noch zu tun. Also wir haben jetzt noch 4 Wochen Zeit. Ich glaube, die meisten denken, wir schaffen es nicht. Ich denke, wir schaffen das. Aber es wird heftig. Wir haben ja hier auch noch richtig was zu tun. Ne? Container muss auch leer weg und Halle komplett leer und renovieren. Und Alter, ich bin ein bisschen erkältet. Aber nein, kein Coroni-Moroni. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal rüber und dann zeigen wir euch mal ein bisschen was. Da ist schon ein bisschen was passiert und sowas. Und dann werden heute Gartenarbeiten gemacht. So, ich fahre ein Stück vor, dann kannst du rein. Digga, ich habe meine Sonnenbrille schon wieder verloren, Alter. Digga, das nervt mich so heftig, Alter. Nimmst du jetzt auf? Ich nehme die ganze Zeit auf, Digga. Achso, jetzt haben wir natürlich die Lüftung hier an, ne? Aber es ist brütend heiß hier drin, Alter. Das muss man mal machen. Was sagst du zu meiner Brille? Ja, sexy, Digga. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, von der heftigen Sonnenbrille. Ja, Digga, die war runtergesetzt von 549 auf 1989. Ja, BMW-Video lief jetzt nicht so geil. Warum, wissen wir nicht. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben ja, ich kann ja auch mal sagen, was wir uns dabei gedacht haben. Ne? Also, wir haben ja Cozy Work entwickelt, stehen da auch sehr hinter, weil wir sagen, sind geile Arbeitsklamotten, schön gemütlich, ist mal was anderes, ne? Sieht ein bisschen anders aus und ist einfach ja, wie ein Jogger mit Arbeitsklamotten oder mit diesem Stoff von den Arbeitsklamotten gemixt und haben gesagt, pass auf, wir machen einfach mal noch ein Auto dazu fertig und nehmen da auch ein paar Partner mit rein und freuen uns auch sehr darüber, dass alle Partner dabei waren. Und ich finde, klar, man hätte die Logos anders anordnen können oder so, aber ich wollte da Flo auf freie Hand lassen, weil Flo ist ja auch ein Partner davon gewesen. Und dementsprechend hat jeder seinen Teil dazu beigetragen zu dem Auto. Und ich finde, die Kiste ist geil geworden. Und wenn man überlegt, ne, also klar, sagen wir jetzt mal Hagen, der kauft die Autos und verlost sie, finde ich auch geil. Wir wollten aber ein Auto haben, wo wir halt auch nochmal Reparaturen machen können und all so ein Kram, ein bisschen was zeigen können. Und wenn man überlegt, man muss halt im Prinzip nur ein bisschen Klamotten kaufen und dafür kriegt man ein Auto geschenkt, finde ich so oder so schon heftig. Ne? Ja, das einmal dazu, dass ich die Klamotten, dass ich die im Moment nur anhabe, liegt daran, dass wir halt Prototypen haben und davon gibt es halt nicht viele. Ne? Sonst würden unsere Mitarbeiter natürlich schon damit rumlaufen. Aber das bei so einer Entwicklung von Klamotten, das ist alles nicht ganz so einfach. Das dauert ein bisschen. Und man hat dann immer wieder ja, einen neuen Prototypen sozusagen, der dann kommt, bis das Ding wirklich 100% sitzt und steht. Vergeht ein bisschen Zeit. Gerade in der Corona-Zeit, dann das mit der Ukraine, so, das wirft den ganzen Handel auf der Welt auch so ein bisschen durcheinander. Das sieht man auch am Hamburger Flughafen so, ne? Das mit den ganzen Gepäckstücken und so, da ist zu wenig Personal. Da muss man überall dran denken. Das ist halt so, wie es ist. Ne? Das muss man jetzt so nehmen, wie es ist, leider. Ich wäre auch gerne schon lange fertig gewesen. Ich hätte das am liebsten schon im Dezember alles gehabt oder im Januar oder Februar. Aber das kommt halt meistens anders, als man denkt. So, und jetzt haben wir natürlich ja, relativ viel auf einmal was passiert. Einmal natürlich Fernsehen, dann haben wir YouTube, was wir weiter fördern wollen. Dann haben wir die Formate mit Tauschrausch und so. Und wir haben natürlich auch noch den Umzug. Ne? So, und der Umzug, der frisst natürlich Zeit ohne Ende. Aus dem Grund kommen jetzt auch diese Videos, weil wir ja extra eine Abstimmung gemacht haben und gefragt haben, habt ihr Bock zu sehen, wie wir den Umzug meistern oder was wir da alles machen müssen? Habt ihr Bock zu helfen? Weil halt natürlich viele Sachen zu tun sind. So, und jetzt rennt die Zeit, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Zeit rennt, wenn du selbstständig bist, sowieso nochmal doppelt so schnell. Dementsprechend haben wir jetzt noch 4 Wochen. Ihr seht ja gleich den Stand, der jetzt da ist. Und in 4 Wochen muss das Ding betriebsbereit sein. Also mir ist auch ein bisschen übel dabei, muss ich sagen. Aber ich weiß, dass wir bis jetzt mit unseren Jungs alles geschafft haben und alles umgesetzt haben, worauf wir Bock hatten und was wir machen wollten und so. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir halt noch mal ein bisschen wachsen. Und auch das werden wir schaffen. Und vielleicht auch ein bisschen mit eurer Hilfe, vielleicht auch nicht, ist auch nicht schlimm. Ne? Der helfen will, der kann helfen. Der nicht helfen will, der hilft halt nicht. Das ist für uns überhaupt gar kein Problem.
Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Firma wieder und dann. So, wir sind da. Ihr seht, hier ist schon einiges los. So, und jetzt haben wir hier das Gebäude. So, und deswegen bin ich heute mit Phil hier, weil wir müssen jetzt mal gucken, was wir eigentlich alles brauchen. Zum Abkleben, dann haben wir hier, das Ding soll grau werden, komplett. Digga, ich glaube, ich muss echt meine Sonnenbrille aufsetzen, Alter. Auf jeden Fall, das ganze Gebäude soll grau werden, wir brauchen Sachen zum Abkleben. Dann müssen wir die Fenster abkleben. Und ich überlege halt, ich habe mal so eine Folie gesehen und ich weiß nicht, ob das sogar günstiger kommt, wenn wir so eine Folie holen, die komplett klebt, Digga. Weißt du, die man einfach so mäßig einmal so rüberkleben kann. Das machst du zwei, dreimal und dann hast du alles abgeklebt. Anstatt hier mit diesem Klebeband und den Folien, Alter, da wirst du irre mit der Scheiße. Weißt du? Ja. So, das überlege ich halt. Das muss dann alles angeschliffen werden, Digga. Die Fenster wurden mal gestrichen, das müssen wir auch alles nochmal anschleifen, grau machen. Alter, Digga, ich weiß noch gar nicht. Und dann müssen wir hier noch den ganzen Zaun ziehen, Alter. Also. Zaun müssen wir auch noch ziehen. Also jeder, der Bock hat, ne? Der kann gerne kommen, Alter. Wir gehen noch auf den Zettel. Aber die Zäune sind noch nicht da und so, ne? Und wir haben auch schon ein paar Helfer. Ne? So, und jetzt gucken wir mal, was er hier wieder macht. Der ist auch so fertig, ne? Also wenn ihr mal ein Auto davon, ein Video von Tim seinem Auto haben wollt, ne? Dann könnt ihr es nämlich auch gleich mal reinschreiben, weil guckt euch das Ding mal an, Alter. Der ist so fertig, der Nacker. Egal. Aber gut, wir sind halt so, ne? So, und jetzt können wir mal hier drin, ist schon einige fertig. Da kommen jetzt halt die Bühnen rein. Und jetzt gucken wir mal. So, das ist schon gut was geschafft, Alter. Muss ich sagen. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir machen nachher hier wahrscheinlich das weg. Vielleicht lassen wir es aber auch, das weiß ich noch nicht. Also hier machen wir eine Durchfahrt. Das werden wir hier noch so ein bisschen umbauen. Und wie gesagt, also hier kannst du nachher dann einfach durchfahren auf dem Parkplatz. Wahrscheinlich wird hier, machen wir hier auch ein Tor rein? Nee, ne? Nee. Okay. Die Leute sagen, da lassen wir auf. Ja. So, dann kann man hier halt einfach durchfahren und hier wird dann ein Parkplatz dann kommen. Deswegen müssen wir hier erstmal die ganze Grasnarbe und alles weghauen. Und was sagst du, Timmy? Mir tut der Arsch weh. Aber wir holen gleich noch einen Radlader. Ja. Okay. Einmal um vorne gerade zu ziehen, schön. Und dann gleich Motorboden von vorne nach hinten. Also, macht Spaß, Tim, oder? Wenn du drei Tage auf dem Ding sitzt, es macht trotzdem Spaß, ja, aber dir tut irgendwann der Arsch und der Rücken weh. Und ist warm, ne? Ganz dezent. Reicht das denn so, was du hier machst? Nein, das ist nur die Grasnarbe erstmal. Ja. Und dann muss noch mal. Und dann muss ich den Motorboden. Also nur für mein Verständnis, das aber, alles Digga, muss ja auch. Ja, alles. Sportlich. Das ist nur Grasnarbe. Grasnarbe geht gesondert vom Motorboden. Ja. Und hier, was ist das hier? Hier ist ja schon so ein bisschen. Genau, da Sand, hier Kram, ne? Schon mal hier rüber. Da haben wir unsere Recycling-Schicht. Ja. Das heißt knapp 20 cm, ja, die wir runtergehen. Aber eine kleine Schicht lassen wir noch drauf. Also wir kommen ja mit dem, was ich durchgerechnet habe, kommen wir wahrscheinlich perfekt an. Okay. Und du sagst, das bringt das mit dem Mini-Bagger, das vorzubereiten? Ja. Okay. Siehst doch. Ja, ja, ich. Das ist jetzt anderthalb Stunden. Ja, ich frage nur wegen Dings, ob das mit dem Großen in anderthalb Stunden fertig gewesen wäre, das meine ich. Nein. Okay. Das muss ja einmal analysiert werden. Digga, überleg mal, Alter, was das alles. Digga. Kann bis zu zwei Wochen dauern. Hä? Heute kriege ich Bescheid, wann der Laborant vorbeikommt. Deswegen bereite ich jetzt vor, weil wenn. Ich habe noch jemanden, der in der Schokoladenfabrik arbeitet. Der kann auch so Labor. Ich glaube nicht die Werte. Okay, schade. Nee, dann kannst du nämlich schön entspannt einmal. Guckt euch das an, was der Timmy alles kann, Alter. Guck mal, Digga, würde ich hier drin arbeiten, ne? Ich würde nach zwei Sekunden einen Krampf kriegen, Alter. Wie geht das? Erst musst du starten. Also erst den runter, aber, ne? Nein. Kannst du das eigentlich? Also machen.
Hast du das gelernt, oder? Ich sitze seitdem ich 8 bin in so einem Geräten. Also sieht so aus. Ja. Dorfkind halt, ne? Also wenn ich das jetzt lernen müsste, Digga, dann wäre ich hier in 4 Tagen immer noch nicht fertig. So. Aber es ist auch echt viel, Digga. Das ist eine Fläche. Na, also das sind hier nochmal knapp irgendwie 700 Quadratmeter oder so, Alter. So, jetzt sind wir ja hier, um das Gebäude zu streichen. Und wir haben jetzt einen Maler, der gibt uns so eine professionelle Ausrüstung, um Außenwände zu besprühen. Das heißt, wir müssen die Außenwand einmal sauber machen, ne, oder die Außenwände einmal sauber machen. Da haben wir uns entschieden, dass wir das einmal alles Besen reinmachen, sag ich mal. Und natürlich muss der Dreck muss ab, ne? Das ist so, sonst hält die Farbe nicht. Aber das machen wir alles fertig. Wir beide fahren jetzt gleich wahrscheinlich einmal im Baumarkt und holen alles zum Abkleben. Die ganzen Klebefolien und so, das wird ein... da werden wir schon den ganzen Einkaufswagen voll machen müssen, ne? Das müssen wir erstmal ausmessen. Wir haben drin, glaube ich, noch einen Zollstoff liegen. Ja, also hier haben wir ein Problem gehabt, das hatte ich, glaube ich, aber schon mal gesagt. Achso, warte mal, haben wir Licht? So. Wir haben hier so ein paar kleine Probleme gehabt. Und zwar ist das hier Estrich. So, ich glaube, das habe ich aber schon erzählt. Ja, da ist so eine Styroporschicht drunter und so. Und deswegen mussten wir hier jetzt so Wege bauen sozusagen, um mit dem Auto da sozusagen über die Linie zu fahren und dann hier rein. Weil der Estrich wahrscheinlich auf Dauer das nicht aushalten würde. Hier müssen wir auch noch den ganzen Boden beladen machen. Das heißt, das hier muss alles noch runter. Wir haben gesehen, wie die anderen das gemacht haben. Die haben das mit einem Brenner gemacht, also warm gemacht. Und dann kannst du es so abziehen. So, und wir haben 4 Wochen noch Zeit, Alter. Oh Gott. Hier ist jetzt auch alles fertig. Das heißt, hier kann man sehen, hier kommt die große Linie rein. Und dann geht das hier sozusagen rüber. Und da hast du dann die Schaltmodule zum Hoch- und Runterfahren und so. Oh. Ja. Naja, auf jeden Fall gucken wir jetzt, also wir brauchen hier, was weiß ich, 2 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 10 Meter, 7, 30. Du siehst ja hier, das wurde alles mal anscheinend gestrichen. Das war alles mal in Blau. Und dann haben die es alles mal in Weiß gestrichen, aber anscheinend haben sie das mit der gleichen Farbe gestrichen, wie die Wand auch gestrichen wurde. Das heißt, im besten Fall können wir hier, weil das kannst du ja nicht alles runterschleifen. So, das heißt, einmal alles sauber machen. Und dann müssen wir, also ich überlege, was wir tatsächlich nur die Fenster einfach machen. Ja. Und dann alles Fenster, rüber, ne? Fensterbank und dann Rohr. Das Rohr kannst du ganz geil in einem Alufolie. Ja. Alufolie einmal umschlagen. Ja. Kriegst du am einfachsten ab. Kannst du auch oben bei der Lampe machen und so. Kannst du überall Alufolie rumwickeln. Dann hast du nicht viel Geklebe und hält genauso. Ja, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich 3-4 Packungen Alufolie. Da kommt und dann nehmen wir die Fenster. Tür rein. Ja gut, aber das wird ja erstmal jetzt gestrichen, Digga, bis die Tür kommt und sowas. Das dauert sowieso. So, wir haben hier wieder leider den Wind von der Klima, aber das geht nicht anders, weil sonst gehen wir hier ein. Also, wir haben ja jetzt die ganze Zeit vom Malen gesprochen, aber wir haben jetzt einmal festgestellt, das ganze Gebäude ist voll mit Sand oder mit diesem Dreck, den wir aufwirbeln mit der Erde. Und wenn wir jetzt streichen, dann machen wir das wahrscheinlich zweimal. Oder wenn ich jetzt das Gebäude sauber mache, dann machen wir wahrscheinlich zweimal das Gebäude sauber. Deswegen habe ich jetzt gesagt, scheiß drauf. Das lohnt sich jetzt absolut nicht, da das sauber zu machen. Dementsprechend machen wir jetzt woanders weiter. Und jetzt fahre ich mit Phil wieder zurück in die alte Firma. Und da ist ja auch noch derbe viel zu machen. Das heißt, ich habe jetzt für morgen Transporter bestellt. Wir haben noch eine andere Halle, wo wir Tische und alles Mögliche auch noch drin haben. Und morgen fahren wir mit dem Transporter los, holen einmal Tische für vorne und Tische für hinten. Dass wir das alles schon mal sozusagen vorbereitet haben. Haben wir noch irgendwas? Dann müssen ja die ganzen Sachen noch rüber und so. Also Reifen, alles Mögliche. Container müssen dann rüber, wenn der Parkplatz da ist und so. Also wir haben tatsächlich noch einiges auf dem Zettel.
Und ich denke, wie es auch immer, wie man das auch immer macht, man muss einfach anfangen. Und wir fangen jetzt einfach mal an und fangen jetzt einfach mal an mit dem Umzug. Und vielleicht fangen wir auch an, am Wochenende drin schon mal zu streichen, so ein paar Wände und sowas. Und das will ich jetzt einmal planen. Und dann hoffe ich, dass wir nächste Woche schon mal einen großen Teil gewuppt haben, damit wir da mal so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen. Ne? Ja,